Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte dich heute schnell erklären, wie kann man eine Ebenengleichung in ein Koordinatensystem einzeichnen. Also, wenn ihr so eine Aufgabe vor der Schnauze habt, habt ihr irgendeine Art von Ebenengleichung hier in Koordinatenform vorgegeben und die Aufgabe ist, dass wir es jetzt einzeichnen sollen. Bevor wir überhaupt damit anfangen, ist der erste Schritt, dass wir erstmal ein Koordinatensystem brauchen. Und ich erkläre mal kurz, worauf ihr achten müsst, wenn ihr das richtig zeichnet. Wichtig ist, im Koordinatensystem braucht ihr hier drei Achsen. Die Achsen müssen alle bezeichnet werden, also ihr müsst hinschreiben, wo x, y und z ist. Und jede von diesen Achsen braucht auch einen Richtungspfeil. Der Richtungspfeil gibt nämlich später dann an, in welche Richtung wir nach oben zählen. Das heißt, hier zum Beispiel geht der Pfeil nach oben, also geht nach oben hin. Die positiven Z-Werte, also hier ist 2, 4, 6 und nach unten hin gehen die negativen. Das muss man von dem Korrektor klar machen, deswegen sind die Pfeile wichtig. Hier in diese Richtung zählen wir hier die positiven Y-Werte, also 2, 4 und 6. Und hier in diese Richtung zählen wir die positiven X-Werte, also 2, 4 und 6 in diese Richtung und minus 2 in die Gegenrichtung. Ihr müsst jetzt nicht alle beschriften. Ich habe jetzt nur exemplarisch ein paar gemacht, dass wir ein bisschen die Übersicht haben, wo welche Zahlen sind. Achtet auch darauf, ob euer Lehrer euch da Vorschriften gibt. Manche wollen dann zum Beispiel, dass die X-Achse immer nach rechts zeigt, Y nach oben. Also da kann man schon ein paar Punkte verschenken, wenn man nicht die Formvorschriften vom Lehrer einhält. Also fragt dazu nach oder achtet einfach drauf. Dann kriegt ihr das schon mal richtig hin. Auch wichtig ist die Tatsache, wenn ihr jetzt halt nicht auf kariertem Papier arbeiten dürft, sondern alles auf weißem machen müsst. Hier zwischen diesen beiden Achsen muss hier ein rechter Winkel sein. Und die Achse, die hier so schräg nach hinten geht, die wird normalerweise in einem 45-Grad-Winkel geführt. Wenn wir jetzt erstmal unser schönes Koordinatensystem haben und wir wollen uns jetzt eben zuwenden, ist der erste Schritt, die Spurpunkte zu bestimmen. Spurpunkte sind auch die Schnittpunkte von der Ebene mit diesen Koordinatenachsen. Also ich will zum Beispiel jetzt gucken, wo schneidet das jetzt die X-Achse. Wo wir die X-Achse schneiden, das ist relativ einfach zu bestimmen, muss gelten, dass Y 0 ist. Und Z0 ist. Das heißt, wenn wir das hier oben einsetzen, fällt alles eigentlich weg, außer das x, also steht noch da. 2x gleich 12 geteilt durch 2. Dann kann ich sagen, bei x gleich 6 wird die x-Achse geschnitten. Jetzt gucken wir uns die x-Achse, das ist dieser Pfeil, und markieren hier den Punkt 6. Und das machen wir jetzt schrittweise. Für alle anderen Achsen auch. Das Prinzip ist dabei eigentlich immer das gleiche. Das heißt, wenn wir es jetzt für die Y-Achse haben wollen, dann müsste hier X0 und Z0 sein. Das heißt, ich lasse alles weg, außer die Y-Teil. Dann haben wir da stehen 3y ist 12, geteilt durch 3. Dann ist Y gleich 4. Tragen wir den ein. Jetzt suchen wir uns den Y-Achse und machen hier einen Punkt drauf. Und zu guter Letzt machen wir das dann noch für die Z-Achse. Bei der Z-Achse muss x gleich 0 und y gleich 0 sein, also fällt alles weg außer der Z-Teil. Also haben wir 4z gleich 12 da stehen, geteilt durch 4. Und dann ist z gleich 3. Jetzt gehen wir hin und suchen auf der z-Achse den Punkt 3, der ist hier. Und jetzt, wo wir an der Stelle sind und alle Spurpunkte bestimmt und eingezeichnet haben, nehmen wir uns unser Geodreieck. Wir gehen jetzt im Endeffekt hin und verbinden all diese Punkte auf der Achse. Und dann deutet mir dieses Dreieck, nehme ich hier an, ein Teil von meiner Ebene.
Ihr dürft jetzt nicht den Fehler zu machen, zu denken, zu sagen, ja, eine Ebene ist ein Dreieck. Achtung, eine Ebene ist eine durchgehende Fläche. Also die eigentliche Ebenengleichung geht eigentlich noch in alle Himmelsrichtungen weiter. Wir deuten hier aber nur einen Ausschnitt davon an, sodass wir sagen können, so rum liegt die in unserer dreidimensionalen Darstellung. Jetzt gibt es einen Sonderfall, bei dem man aufpassen muss, und das möchte ich euch separat zeigen beim Einzeichnen von diesen Dingern. Sagen wir mal, wir haben diese Ebenengleichung hier. Und ich versuche sie da einzuzeichnen, also können wir wieder mit den Spurpunkten anfangen. Ich verkürze die Rechnung jetzt ein bisschen. Wenn er mit der x-Achse schneidet, bleibt nur noch der x und das hintere übrig. Also haben wir 8x gleich 24. Dann machen wir im Endeffekt geteilt durch 8. Dann ist einmal x gleich 3. Dann machen wir das Ganze noch für die y-Achse. Dann bleibt nur noch der y-Teil übrig. Und jetzt kommt eigentlich der Teil, auf den ich hinaus will. Ja, Z-Achse ist ein bisschen komisch. Wenn ich x und y gleich 0 setze, dann steht da ja 0 gleich 24. Und das ist ein mathematischer Widerspruch, weil das gar nicht geht. Und was bedeutet das jetzt eigentlich später anschaulich? Das bedeutet nämlich, es gibt keinen Schnitt mit der Z-Achse. Das kann man sich auch dann in der Klausur so merken, wenn da oben kein Z steht, gibt es auch keinen Schnitt mit der Z-Achse. So, jetzt, wie zeichne ich das jetzt aber ein? Wir haben ja x 3, das ist hier, und y gleich 6, das ist hier. Und im ersten Schritt könnte man ja mal naiv hingehen und die beiden verbinden, das stimmt ja schon mal eh. So, aber wie sieht jetzt eigentlich der Rest dieser Ebene aus? Wenn der Rest der Ebene die Z-Achse nicht schneiden darf, müsste diese Fläche jetzt so parallel zur Z-Achse nach unten weitergezeichnet werden. Und zwar in beiden Richtungen. Und dann in der Regel so ein bisschen stilistisch in der Klausur geht da bei beiden Seiten um die gleiche Strecke nach unten, also jetzt sagen wir mal frei erfunden 3 cm. Wichtig ist, dass es dann parallel ist. Dann verbindet er das, dann ist die Strecke nämlich auch parallel zur oberen. Und dann ist das jetzt im Endeffekt die Darstellung der Ebene oder ein Teil dieser Ebene. Ist diese Fläche dann im Endeffekt. Wie immer an der Stelle hoffe ich, dass das Video für dich hilfreich war und du was lernen konntest. Das habe ich gerne gemacht. Wenn du vielleicht jemanden kennst, der gerade am gleichen Problem hockt wie du auch und dem das hilfreich sein könnte, kannst du das Video auch wirklich gerne teilen. Wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr zu lernen, habe ich dir hier oben noch ein weiteres Video verlinkt, wo du gucken kannst. Oder wenn du das toll findest, was du machst und Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Und wie immer, bleib am Ball, glaub an dich, du kannst das alles.